Willkommen zurück zu Evoland 2 in der Evoland Legendary Edition. Wir sind gerade auf der Pyramide gelandet vom Propheten und werden jetzt von Tina gefragt. Sag mal, Troplay, lebt ihr noch? Natürlich lebe ich noch. Schade. Was? Alter, erinnert mich daran, euch nie wieder ans Steuer zu lassen. Das sagt eine Frau. Nein, das war jetzt gar kein Macho-Gabe. Immerhin habt ihr uns ans Ziel gebracht, Super Mario. Wir haben es auf die Spitze der Pyramide des Propheten geschafft und das ist alles, was zählt. Nein, da liegt ihr falsch. Was zählt ist, dass wir um ein Haar gestorben wären. Das war viel zu riskant. Da bin ich nicht so sicher. Seit wir uns begegnet sind, habe ich viel nachgedacht. All die Dinge, die uns zugestoßen sind. Das war doch bestimmt nicht alles reiner Zufall. Man könnte meinen, dass die Ereignisse miteinander verwoben wurden, um uns zu den Hauptdarstellern in einer Geschichte zu machen, die weit über uns hinausreicht, als ob etwas oder jemand Macht über unser Schicksal hätte. Ich dachte, Dämonen glauben nicht an Schicksal. Das stimmt, beziehungsweise hat es gestimmt. Ich weiß nicht mehr, woran ich glauben soll. Also ich habe damit nichts zu tun, damit ich es gleich mal sagen kann. Ne? Also ich spiele dieses Spiel, also ich glaube nicht, dass sie mich meinen, oder? Hier also ist der legendenumwobene Zeitstein. Hammermäßig. Los, schnappen wir ihn. Uns und verschwinden, bevor uns jemand sieht. Zu spät. Aha, ihr seid also zurückgekehrt. Also wisst ihr, es ist nicht besonders höflich, jemanden zu unterbrechen, wenn sie gerade beim... Das hier ist mein Heim. Ich sage hier, was ich will. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Jeden Tag. Immer ein bisschen mehr. Macht zu gewinnen. Diesen Stein zu erlangen. Um euch zu besiegen, großer Zerstörer. Was? Jetzt ist es offiziell. Dieser Typ hat einen Sprung in der Schüssel. Troplay, der große Zerstörer? Genauso wahrscheinlich ergibt 2 plus 3 7. Da muss ich nachrechnen. 2, 3, 7. 2 mal 3, 7 ergibt 42. Die Zahl des großen Zerstörers. Jetzt chillt aber mal eine Runde, Herr Prophet. Macht er jetzt hier einen auf Dragon Ball oder was? Hey! Scheinbar will er euch im Einzelkampf herausfordern. Die perfekte Trainingsangelegenheit. Vergesst nicht, Super Mario, der Trick besteht darin, ihn zu besiegen, bevor er gewinnt. Toll. Kein Grund mir zu danken, ich helfe gerne. Lalala und tschüss. Ihr könnt ihn bestimmt besiegen und ich werde euch so gut wie möglich unterstützen. Nein! Wow. Ah, Ken. Ach, geil, das geht auch. Aha, geil! Die haben sogar die Original-Moves reingenommen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, ey?
Na komm. Na komm. Ach, geil. Von Ken oder Ryu die ganzen Bewegungen. Lol. Also ich finde das gerade richtig mega. Zweimal gewonnen. Nee. Jetzt werde ich euch meine wahren Kräfte zeigen. Ich würde sagen, er blufft. Ups, ich habe mich wohl verirrt. Oh oh. Na komm. Ah, jetzt macht er einen auf Raiden oder was? Das sah gerade aus wie eine Attacke von Raiden. Das war ein Kamehameha, ich glaub's nicht. Das war gerade echt ein Kamehameha, ne? Ich glaub's echt nicht. Das war jetzt gerade ein bisschen zu viel für mich. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, so Dragon Ball oder so, aber ich werde nochmal stärker und so weiter, aber ja gut. Das war jetzt einfach episch. Hm, ihr seid wahrhaftig der Beste, oh großer Zerstörer. Warum nennt ihr Super Mario großer Zerstörer? Ich habe ihn erkannt. Wie könnte ich das vergessen? Ich war noch ein Kind, als die große Katastrophe geschah. Aber das ist er wahrhaftig. Die Prophezeiung lügt nicht. Er wird die fünf Schlüssel finden. Alles wird vom Wasser überflutet sein. Er wird die Welt vernichten. Was sagt er da, Truplay? Ihr wart für die große Katastrophe verantwortlich? Sagt, dass das nicht stimmt. Pff, weiß ich nicht. Valentina, Super Mario kann sich an nichts erinnern. Er hat keine Kenntnis von seiner Vergangenheit. Aber wenn wir unsere Zeit zurückkehren, wird das alles noch nicht passiert sein. Das bedeutet, es ist seine Zukunft. Kommt drauf an, wie man es betrachtet. Aber wenn das stimmt, müssen wir verhindern, dass die Prophezeiung eintritt. Habt ihr das gehört, Truplay? Ihr werdet nicht zulassen, dass ihr der große Zerstörer werdet. Nehmen wir den Zeitstein und brechen zur Insel der Magie auf. Na, nehmen wir mal den Zeitstein. Und brechen auf. Damit solltet ihr nicht kegeln gehen. Vorsichtig behandeln. Und wie komme ich jetzt? Ah, da komme ich raus. Okay. Der liegt da einfach so ganz gechillt. Immer meine Base. Chille meine Base. Meine Base. Aha. Was? Hm. Ihr habt den Zeitstein, Truplay. Gut, ich zähle auf euch. Wir werden uns wiedersehen. Hä? Okay. Wir werden uns wiedersehen. Ja. Okay. So, nachdem ich jetzt den Zeitstein habe, muss ich ja da zu der Insel. Aber dafür brauche ich ja erstmal in Genua jemanden, der mir hilft, rüberzukommen. Hm. Das heißt, ich brauche jetzt einen Händler. Aber die Frage ist, welcher Händler nehme ich da? Ich würde sagen, weil ich jetzt schon so viel mit dem hier zu tun hatte, würde ich den hier nehmen. Weil er ein Gelehrter ist. Ich
kann meinen Bibliotheksschlüssel aber nicht finden, fortzusetzen, Mimi wohl Gasthaus. Okay, er ist es schon mal nicht. Also irgendwer brauche ich jetzt einen Händler, der mir hilft, hier rüber zu kommen. Aber was ich noch machen könnte, ich könnte noch die eine... Nee, ich gehe zu... Uranai Bibi, oder wie sie hieß. Ich hoffe, ich komme da jetzt so rüber, einfach so, ohne... Ja, gut, ich muss da nicht extra hin. Kann ich nämlich einen, ja, wiederbeleben. Einfach nur Bibi. Wisst ihr, worum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Und Mana ist dieses Lebenselixier, extrem seltenes Zeug. Und selbst dann stirbt er akzeptiert. Gut. Mana. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Wer kriegt dann die Erweckung? Jetzt. Nehmen wir Tina. Tinas Kraft hat Stufe 2 erreicht. Konzentriert euch länger für einen noch mächtigeren Angriff. Yay. Danke. Was kann ich für euch tun? Na, nichts weiter. Ah, bis bald, mein Gummibärchen. Nee. Gucken wir mal hier, ob der Händler uns was zu sagen hat. Seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Ihr wollt also zur verfluchten Insel. Das ist ein merkwürdiger Ort. Ich an eurer Stelle würde mich davon fernhalten. Aber wie ihr meint, ihr braucht nichts weiter als einen von mir unterzeichneten Erklärungen in höherer Gewalt, um in See zu stechen. Natürlich nicht, unentgeltlich. Habt ihr etwas, mit was ihr mit mir handeln möchtet? Was um alles in der Welt ist das? Warum sollte ich das wollen? Warum sollte ich das wollen? Schwerkraft? Feuerabzeichen? Oh! Ach, das ist ein Abzeichen meines Großvaters. Ich dachte, die wären alle in der großen Katastrophe verloren gegangen. Sie haben ausschließlich ideellen Wert. Überlässt es mir im Austausch für einen Geleitbrief. Hier bitte, wie versprochen. Geleitbrief. So, dann gehen wir mal zum Captain. Haben wir doch schneller die Lösung gefunden, als wir dachten. Oder als ich dachte. Hallo? Rein da? Ah, da. So, dann gehen wir mal rüber. Boah, es darf nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl und ich habe fast immer recht. Muss der Geist des berüchtigten Piraten Robert sein. Ich sage euch, diese Insel vor der Küste ist verflucht. Wenn ihr auslaufen wollt, müsst ihr euch eine Erklärung zur höheren Gewalt von jemandem im Händlerrat holen. Ohne rühre ich mich nicht von der... Genur solltet ihr was von klar machen können, wenn ihr aber... Billig würde ich es nicht. So, Sekunde. Ach, was soll's. Sag nichts, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Reise. Also, wo wollt ihr denn genau hin? Was? Ihr wollt zur verfluchten Insel? Muss wohl mein Glückstag sein. Ich warne euch im Voraus. Auf gar keinen Fall legen wir dort an. Ihr könnt ein Ruderboot nehmen und danach wieder an Bord kommen. Und ich werde euch höchstens eine Stunde lang auf euch warten. Wenn ihr nicht lebend wieder zurückkommt, ist das euer Problem. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Okay. Also, wollt ihr jetzt auflaufen? Das Auslaufen machen wir... in dem nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor. Haut rein. Tschö, tschö.